Was macht ihr hier? Hi, willkommen zurück zu Naturally zu Skyrim. Ja, Folge 3 Millionen. Wir sind hier wieder in. Was wollten wir hier? Ah, genau, wir müssen ja den Drachenfriedhof finden. Was ist jetzt? Danke. So, da soll der Drachenfriedhof sein. Oh Gott. Genau, wo ist denn das? Ich habe heute eine Geschichte zu erzählen, also wird es ein bisschen cooler dazu. Weil heute ging es zu meiner neuen Schule, aber mit sehr vielen Umwegen. Mit sehr vielen Wendungen und was auch immer. Also, ich werde erstmal. Was macht das Wetter? Ich werde erstmal von Anfang an anfangen. Also, ich gehe eben auf diese eine Schule, auf diese eine Gestalterschule. Und eben alles normal. Ich gehe da, ich wollte da morgen heute hin. Hab gestern schon mal rausgesucht, welchen Bus ich nehmen soll, welcher Zug, bla bla bla. Habe eine perfekte Route ausgesucht, dass ich ungefähr so, ich muss um 10 Uhr da sein, habe ich gesagt, komm, bin schon mal um 9:30 da, dass ich noch ganz viel Zeit habe, nach hinten raus eben, ne? Und dann, erstens, ich sage, okay, ich geh schlafen, komm heute Morgen, ich so, komm, ich habe jetzt nochmal genau frei, weil ich merke mir solche Pläne oder sowas nur einen Tag danach direkt wieder aus dem Kopf raus, warte, wenn man das fährt. Und dann sag ich, komm, nimm mich, guck ich nochmal rein. Guck ich rein, auf einmal steht da, ja, durch eine Fahrverspätung und Bauarbeiten wird sich das um 12 Minuten verzögern. Alle. Bedeutet, warum greift mich der Ork an? Bedeutet, ja, 10 Minuten Verspätung bedeutet, den Plan, den ich so gefunden habe, kann ich so nicht verwenden. Weil meine ja auf verschiedene Sachen spekuliert. Also, wenn ich damit fahre, dann kann ich den anderen Bus ja verpasse ich den ja. Das ist so scheiße. Und eben dann muss ich eben eine Alternative suchen. Also, bin auf jeden Fall schnell, hab nochmal eine Alternative gesucht. Wäre dann zu spät gekommen. Also, da musste ich statt, musste ich mit dem Bus fahren, genau. Muss ich an der einen Stelle, wäre ich mit dem Zug gefahren. Und wer dann eben, falls der kommt, dann fahre ich eben von da aus mit dem Bus. Gut, fahre also dann nach. Das sagt euch jetzt sowieso nichts, also sagt euch vielleicht was, aber Köln-Deutz, wo auch die Haltestelle ist, wenn man zur Gamescom fährt, fahre ich da auf jeden Fall hin. So, und jetzt heißt es, finde die Bushaltestelle. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Bushaltestelle direkt vor dem Ding ist. Also in unmittelbarer Nähe. Konnte ich nicht finden. Vergiss es. Konnte ich nicht verfickt nochmal finden. Konnte ich hab gesucht, gesucht, konnte nicht finden. Ich habe das nicht gefunden. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, war sowieso schon zu spät, der Bus war schon weg. Super. Bin schon in Zeit, schon wäre schon ein bisschen zu spät gekommen. Und dann auch noch so zu spät. Dann habe ich gesagt, super, ja, dann muss ich doch wieder meine alte Route auspacken, die ich davor geplant habe. Ich esse jetzt mal das alles, damit ich ein bisschen leichter werde. Ja, man hat dann die alte Route wieder ausgepackt. Muss ich also nicht mit dem Bus fahren, mit dem Bus wäre ich dann gefahren. Bin ich auf dem Rückweg gefahren, um zu gucken, wo jetzt die Haltestelle im Endeffekt war. Sie war. Die Bushaltestelle habe ich um eine Ecke verpasst. Ich stand vor der Ecke, habe mich umgeguckt, habe es nicht gefunden. Im Endeffekt wäre ich um die Ecke gegangen oder hätte ich um die Ecke geguckt, hätte ich gesehen, wo die Haltestelle war. Aber ich natürlich stehe genau direkt davor. Und achso, ich gehe auch komplett falschen Weg. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann eben noch auf meine alte Variante umgestiegen und musste dann mit dem Zug fahren und dann 14 Minuten zu Fuß gehen. Ey, das waren die schlimmsten 14 Minuten in meines Lebens. Ich musste durch so ein Assi-Bezirk gehen. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Ne, weiß ich nicht mehr. Alter, ich musste durch so ein Assi-Bezirk gehen. Ich hatte so. Die Sache ist, es war da schon 10 Uhr ungefähr. Ich denke ja, bei einem normalen Schulbeginn muss ich um 8 Uhr da sein. Wenn ich da um 7 Uhr lang gehe, ich muss unbedingt demnächst. Also habe dann mir so im Kopf gedacht, ich muss unbedingt die Bushaltestelle finden. Das nächste Mal.
damit ich, also ich muss die Bushaltestelle finden, damit ich das nächste Mal mit dem Bus fahren kann und nicht diese Alternativroute mit dem Zug, weil das ist ein Assi-Viertel. Wenn ich da morgens vorbeigehe, ey, die schlagen mich tot. Auf jeden Fall, ich mich da irgendwie am Durchdrängeln, also nicht am Durchdrängeln, sondern da schnell am Gehen, komm da an dieser Fuck-Schule an. Musste zur Aula gehen, die Aula rein, auf einmal komme ich da rein. Da machen Leute, haben so ein paar Leute eben von den Fotos gemacht, die gucken mich nur an. Ich so, ist das jetzt meine zukünftige Klasse oder nicht? Weil es war ja die Einschulung. Oh Gott, ich so, nee, ich lasse es mal lieber, gehen wir lieber ins Sekretariat. Gehe ich zum Sekretariat, zuerst würde ich die halbe Schule angehen. Komm ins Sekretariat an, komm da rein. Ja, guten Tag, total freundlich. Ich so, ja, ich bin hier wegen der Einschulung für Berufsfachschule Gestaltung. Ich bin nur total verplant, habe ich dann gesagt, ich bin total verpeilt und bin deswegen zu spät gekommen. Die ist erst morgen. Was? Wie bitte? Ja, die Einschulung ist erst morgen. Ja, sie hat. Dann sagt ihr aber mal, ja, sie sind wirklich verpeilt. Und ich konnte darüber nur lachen. Also, what the fuck? Ich hab den kompletten Termin vergeigt. Die Sache ist nur, ich habe mich auf eine andere Person verlassen, die da auch drauf geht. Und ich habe selber den Zettel verschlammt. Ich habe eben eine Bewerbung dahin geschickt und die haben eben nur als Antwort einen Brief gemacht. Und den Brief habe ich beim Aufräumen außerdem weggeworfen. Und eben, ja, muss ich morgen dahin. Ja, ganze Stress. Es war, glaube ich, um 10:30 war ich da. Ich habe wirklich eine halbe Stunde schon Verspätung. Voll den Stress, voll da durch halb Köln am Rennen. Ja, die Einschulung ist erst morgen. Ist so super. Super, super. Ich dann wieder auf dem Rückweg die Bushaltestelle genommen, weil ich wusste, wo die an der Schule war. Ich wusste nur nicht, wo die an dem Bahnhof war. Hab sie dann endlich gefunden. Und wie gesagt, der war direkt ein paar Meter neben dem, wo ich vorhin war. Was macht der Höhlenbär drin? Ja, und hab dann den Bus zurückgenommen. Oder den Zug ganz chillig. Ich bin extra nochmal zu McDonald's gegangen, muss ich irgendwie zu hoch, weil irgendwie der ganze Stress, der war ein bisschen anstrengend. Ich bin nicht ein bisschen, aber dieser Stress hintereinander, so ganz schnell war das ja. Zack, 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 das. Das war total viel. Das nächste Mal weiß ich eben besser Bescheid und das war total anstrengend eben. Und ja, die Sache, ein Vorteil hatte das Ganze. Jetzt weiß ich wenigstens den Weg und werde morgen zu der richtigen Einschulung jetzt nicht zu spät kommen. So, das war meine Story ungefähr. Boah, ey, das war eine Geschichte. Hallo, was macht ihr? Hör mal auf, hier rumzubaggen. Wollte nur mal eine Geschichte erzählen. Und Skyrim war heute eben. Da möchte ich ja. Oh. Da wurde jemand zerfleischt. Hehe. Ah, nehmen können, ey. Das war unglaublich. Die Haltestelle war aber auch am Arsch der Welt, die Bushaltestelle. Keine Ahnung, warum man sowas macht. Eine Schatzkarte, yay. Eine neue Stufe. Yay. Neue Sch Bogen brauche ich doch. Achso, Ausdauer. Ausdauer. Das war eine Story, unglaublich. Bin eben nach Hause gegangen, muss ich erstmal irgendwo hingelegt. Und eben. Morgen muss ich dann dahin. 10%ige Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Ja, doch, klar. Hallo. Oh ne, jetzt muss ich das Ding finden. Gut. Erhöhte kritische Trefferchance. Wer wohnt denn hier in sowas? Also ein Fischer bestimmt. Oh, yay. Oh, jetzt habe ich Leder produziert. Nice, ne? Was? Ich bin überlastet. Genau, ich. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Gut, jetzt kann ich mal über Skyrim reden. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Drachenfriedhof. Ein bisschen verpeilt. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit mit Reden beschäftigt. Da habe ich mich gar nicht auf den Kampf konzentriert. Gut.
Gut. Mehr ja, doch. Ja, doch. Übrigens, nächste Woche Sonntag nehmen wir die erste Folge von Minecraft Ares auf. Und nächste Woche Montag kommt die erste Folge offiziell. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay, gib her. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Nur für mich persönlich. Ich mache mal Werbung auf. Ja, eben da Minecraft Ares wird kommen. Es werden jede Woche ist ein müssen mindestens zwei Folgen hoch sein und zwei Folgen müssen oben sein und jeden Tag man darf nur maximal eine Folge von 10 bis 20 Minuten. Ich werde da aber wird mich dran halten. Jede Woche ist ein Livestream zur Verfügung innerhalb von 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich einen Livestream schaffe. Ich werde auf jeden Fall einen Livestream machen, aber ich werde erstmal mit der neuen Schule gucken, ob das so stressig ist. Also jetzt nicht diesen Sonntag, nächste Woche Sonntag nehmen wir die auf. Und ich werde gucken, ob das zu stressig ist. Ich weiß es nicht. Ich werde gucken, wie die neue Schule abläuft, ob es so ultra stressig ist oder so. Vielleicht, wenn es nicht hin, also wenn es irgendwie klappt, werde ich versuchen, sonntags immer zwischendurch einen Livestream zu machen. Aber wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ja, bin ich jetzt so im Drachenfriedhof angekommen? Eine Höhle, da gehe ich jetzt aber mal nicht rein. Jetzt hat das Mammut getötet. Da würde ich gar nicht rein in die Höhle. Hä, er zeigt mir doch an in die Richtung. Willst du mich verarschen? Ach so, lol. Oh mein Gott. Nein, die Höhle gucken wir irgendwann mal rein. Man sieht ja, ob die geklärt sind. Ich will auf jeden Fall das Spiel zu 100% haben. Also ich will jede Höhle einmal erkundet haben und sowas. Oh, das wird was. Aber das ist Skyrim, dass es Simon Let's Play kurz wird, ist unmöglich. Wie das dann mit der Folgen kommt. Ich werde versuchen, jeden Tag eine Folge hochzuladen. Ich glaube, jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag, ja. Mit den jetzigen Projekten, also mit Skyrim und den ganzen, kommt dann eben Minecraft. Kommt dann montags. Ne, Moment. Sagen wir mal Dienst. Ah, dann kann ich die 3 Tage dann eben. Montags eben kommt es dann, dienstags. Donnerstags, mal ja, genau, und samstags. Die Sache ist nur, das kommt dann als für Minecraft eben und Minecraft Hexit hört auf. Ich werde dann also nächste Woche Montag, doch, werde ich dann Minecraft Hexit offiziell beenden, werde dann noch gucken, was ich da mache. Aber alleine macht es eben, ist auch ein bisschen komisch. Da ist ein Drache, hallo Drache. Er fliegt eine Runde lang. Ja, hi. Was ihr da hört, ist der Drache, weil ich ein Drachenblut bin und ich eben die Drache verstehe. Ich bin der Drachenflüsterer. Was ist das denn? Das ist mein Gegner. Feuer, Tonnage beschwören. Flammfunken, den Bogen. Das ist doch ein richtiger Drache, das ist doch ein zusammengefliegter.
Pferd hängt. Was denn? Was hat denn, ey? Das war's. Ah, jetzt bist du rumkrüppeln. Drachenknochen. Oh, sind so schwer. Und Drachenkopf. Das ist so höllisch schwer. Warte, wie viel bin ich überlastet? Ja, das war mir klar. Muss aber irgendwie loswerden. Wie gesagt, es hat mal wieder kein Arsch, wahrscheinlich Geld. Ich hab wieder so viel mit und dann Titten, Alter. Wer hat. Muss ja die ganzen Bücher hier loswerden? Bügeleisen, was hab ich hier alles mit, Alter? Ein Eimer. Fackel, Hammer. Holzkohle. Horn, der Windrufer tue ich mal nicht. Ich bin unverschämt, wie die Deutsche Bahn einfach. Hätten die das nicht gestern Abend reinschreiben können? Nein, die schreiben es heute rein. Heute Morgen. Unglaublich. Oh, Digga. Erstmal alle Zutaten essen und davon total high werden. Alchemie erhöht, einfach alles fressen. Wie, was denn alles ist? So. Warte mal, eine Sache würde ich gucken, ob ich das schon kann. Habe ich das drin? Ja, jetzt kommt der geilste Bug. Das ist total geil. Wir haben versucht, einen Drachen wiederzubeleben. Stimmt das? Ich bin weg. Gut, weiter werdet ihr sehen, wie es weitergeht im nächsten Part. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war relativ unterhaltsam. Wenn ja, könnt ihr mir einen Traum draufgeben. Bla 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 bla. Und bis zum nächsten Mal. Bye, Chibbeli.